Moinsens und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von TTT zusammen mit dem Killer im TS. Einen guten Tag. Der gammelt hier rum. Wie ihr seht, ich bin innocent, das hätte ich jetzt Killer in den Header gedrückt. Ja. Ja, Gummibär ist TT, ihr habt's gesehen, da fliegt er durch die Gegend. Hui. Ich fühle mich gerade wie bei Hogwarts. Einfach mal so über den. Oder kennst du zufällig den Film Der Polarexpress? Ja. So fühle ich mich gerade. Gibt es diese eine Stelle, wo der Protagonist über diesen Zug läuft? Ich sieg mich jetzt mal ganz vorne ran. Guck mal. Hui. Was ich aber auch sagen muss, ich muss ja, sonst entzieht mir Maximo die Rechte hier wieder, die ich hier habe als YouTuber. Ich muss da ganz kurz erwähnen, ich spiele auf die New Age TTT Server, ein sehr guter Server mit vielen Traitor-Items, die ich jetzt leider nicht zeigen kann, weil ich innocent bin. Auch viele Detective-Items. Du kennst dich damit besser aus, Killer, hau mal raus hier, wie man auf dem Server raufkommt, du kennst dich da ja aus. Du bist ja... Was bist du, Supporter oder... Oh. Ich bin Supporter, ja. Okay. Ich bin ausgeflogen aus dem Zug, der Teddybär. Ja, also hier gibt es viele T-Waffen, also viele D-Waffen, wie ihr schon seht, zum Beispiel Gummibär hat die Spider-Man-Gun. Dazu möchte ich mal ganz kurz sagen, ich war noch einmal auf dem Klebeband-TTT-Server und der war der letzte Scheiß. Also, Nemo, du bist behindert! Absolut voll retarded einfach nur, ey. Gegen dich ist Stephen Hawking normal. Kennst du dir das Bild von Stephen Hawking, wo der so nett grinst? Ja. Ach ja. Wenn ich ihn ansehe, muss ich immer wieder schmunzeln. Der sieht so süß aus. Ich hole jetzt das Messer raus. Du holst jetzt das Messer raus? Was machst denn du uns? Einen leckeren Auflauf? Ja. Geil. Ich war auch abgeschossen. Random. Warst du das? Nein. War er Inno? Warte. Der war Inno. Ja. Boah, vielen Dank dafür, dass du Killer Random weggemacht hast. Danke für die Minuspunkte. Macht sich echt gut in der Aufnahme, du Hurensohn. Spaß. Wow. Weißt du, lass doch mal ganz kurz überlegen. Wer ist denn noch alles am Leben? Ich bin Inno, ich bin Proven, weil ich eigentlich einen weggemacht habe, der... Na gut, nee, das macht mich jetzt nicht gerade Proven, dass ich einen Inno weggemacht habe. Aber ich bin Inno! Wer lebt denn dann noch? Hannibal lebt noch. Da lebt noch ein Dete, der kann es auch nicht sein. Und hier wirft gerade einer Random mit Nades rum. Ich glaube, der... Fuck, 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 fuck! Auf Charmy wird geschossen, auf Charmy wird geschossen. Charmy ist proven. Was macht eine Plasma-Granate? Die macht Boom. Manche Leute sind aber bescheuert, weil die schreiben, er hat mich random angeschossen, ich habe geschrieben. Du hast mich random angeschossen, was sollte das? Bist du dumm? Er hatte ein Knife in der Hand. Ich will ihn werfen. Manche Leute sind einfach. Crack Eis, was machst du da? Darf ich die werfen? Nein. Ja, und? War, ist doch egal. Die Railgun ist scheiße. Ich hab's jetzt geworfen. Die sieht aber cool aus. Die sieht schwul aus. Guck dir allein schon. Wobei, eine Frage ist bei der Railgun, wenn ich da dieses pinke und Dings hier schwarz habe, ist das Error oder ist das gewollt? Error. Alles klar. Tja, was soll ich sagen? Ich starte mal mit krassen minus 14 Punkten. Nee, was kriegt man als Innos, wenn man als Inno wegmacht? 7 oder 14 Minuspunkte? Ein paar. Alles klar. So, Luca steht rum. Bitte. Vielleicht bist du Traitor. Ich habe gesehen, wie der eine Inno wie Killer von dem Typen weggemacht wurde. Was habe ich gemacht als guter Innocent, der seinen Freund rächen will? Einfach mit der Salz-Sniper drauf. Und da war dieser Hurensohn Inno. Bann, Report, alles. Alles, was geht. Boah, Lukas, soll ich dich mal random killen? einfach mal schön Al-Akbar schreien und draufschießen. Aber gut, ich will ja keinen Bann oder... Du bist es nicht? Ah, du bist es nicht? Okay. Ach komm, jetzt zieh endlich die Melle oder die Taube und mach mich weg, damit ich meine gerechte Bestrafung kriege dafür, dass ich ein Inno... Inno. Und war ein Trader? Ihr wollte, dass ich ihn erschieße. Oh mein Gott, hier ist ein YouTuber. War ein Trader. Wichser. Gameplay immer so, ich hab den getötet, weil er einen Knife in der Hand hatte. Verdammt, er war A, innocent, das war B, ein Fisch und C, war er innocent und du auch. Wer hat den Turm da aufgestellt? Ich hatte keinen Traitor-Knife, aber okay. Das war ein Fisch, oder?
Ist der böse? Macht der Detective Turret das gleiche wie normaler Turret? Ah, Lukas, du bist wohl T, mein Freund. Mein Fans haben es mir gesagt. Nee, ich bin Lukas, wirklich nicht T, bloß der steht da. Bitte mich. Doch, dann ja, Gameplayer. Naja, eine gute erste Folge, guter erster Start. Ein Inno weggemacht, von dem Inno selber weggemacht. Richtig nice. Turret. Wer gammelt denn da unten am Zug rum? Wer hat die Sandy kaputt gemacht? Ey, geh mal dort, wo, da, guck das mal da unten an, da ist ein Traitor runtergefallen. Der liegt da einfach. Pass auf, Flachwitz incoming. Der Traitor ist neben der Spur. Der war schlecht. Weil die Map ist bei mir so verbuggt. Ich stehe bloß durchsichtigen Boden. Hast, kann es sein, dass du ein paar, dass du CSGO oder sowas nicht hast? Wegen den Skins oder sowas? Weil, ich, bei mir war das auch schon so. Ich hatte am Anfang. Da kann ich auch gleich mal, da kann ich auch gleich mal erzählen, wie das bei mir war. Wenn du nur das Spiel downloadest, dann hast du am Anfang über solche pinken Errors. Dann geh mal auf, pass auf, entweder du holst dir CSGO oder aber du gehst auf cscheater.com und holst dir da CSCS diese Skins. Ab dann dürfst du sich laufen. Ja. Wie wär's, wenn wir mal ein paar Flachwitze machen? Oh Gott, bewahre, Alter. Davon reiß ich schon zu viele während meiner Schulzeit. Da muss ich mich wenigstens mal am Abend davon distanzieren. Ey, warte, aber ich kann ein paar Schwarzwitze raushauen. Ich auch. Pass auf, warte, ich fang an. Muss ja irgendwie für den Unterhaltungswert sorgen. Also, pass auf. Drei Juden müssen dann werden angetreten oder sollen antreten beim KZ-Anführer. Oder generell beim halt KZ-Oberführer, ne? Fahrt der den ersten, wie hoch kannst du springen? Meint der Jude, 1 Meter. Gebt ihm der KZ-Oberaufseher ein Laib Brot und 1 Liter Wasser. Fahrt er den zweiten, wie hoch kannst du springen? 2 Meter. Kriegt er von dem 2 Leibbrot und 2 Liter Wasser. Denkt der dritte Jude, alles klar, er ist ja nicht blöde. Oh! Da wird er gefragt, wie hoch kannst du springen? 3 Meter. Schreit der Anführer. Nein! Ich wurde jetzt ernsthaft geschlagen. Na komm, ich bin tot, ich bin runtergefallen. Ich kann aber weiterreden, das wissen ja nur wir beide. Und dann meint er halt, sagt er halt, wie hoch kannst du springen? 3 Meter. Da schreit der Anführer, er schießt ihn, er kann über den Zaun springen. Warte, einen habe ich noch, danach kannst du raushauen. Und zwar sitzen 2 Männer in der Bar. Sagt der eine, soll ich einen KZ-Witz erzählen? Sagt der andere, nee, mein Vater ist im KZ gestorben. Oh, das tut mir leid. Wurde er vergast? Nee, betrunken vom Wachturm gefallen. Bei mir ist da keiner drin. Warte mal, Killer. Wo bist denn du? Im Knast? Ja. Du Traitor-Arsch. Igel will mich töten. Und hast du den Killer geholt? Guck mal, wie ich den jetzt hole, meine Damen und Herren, ey. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun zu Ihrer Unterhaltung Killer das Leben der Äffchen. Gucken Sie jetzt, jetzt kommt der entscheidende Schuss. Haben Sie den Schuss gesehen? Nein. Haben Sie den Schuss gesehen, meine Damen und Herren? Well played! Kann man sich hier keine Waffen für einen Moment holen? Permanent? Hä? Wieso willst du dir auf der Map Waffen permanent holen? Boah, ohne Spaß, ey, wie ich diesen Timo hasse, Alter. Das ist so eine 8 Jahre alte GLP-Imitation, ey. Da könnte ich jedes Mal ausrasten. Timo, das sage ich in der vollen Kraft und Autorität meines Amtes. Halt die Fresse. Gameplayer? Ja, hier ist er. Wie geht's dir heute? Ganz gut, wie geht's denn dir? Was hast du denn heute gemacht? Erzähl mal. Ja, Zeugnis bekommen. Was? Fick dich, du Wichser, ich habe jetzt noch 3 Wochen Schule. Welchem Bundesland bist du? Welches Bundesland? Nordrhein-Westfalen. Ja gut, ich habe mit Sachsen die Arschkarte. Sachsen bekommt am zweitspätesten Schule. Ja. Habt ihr das alle gehört? Ich glaube, er hat gerade einer Mario Möse gerufen. Ist der überhaupt im Ingame? Wieso hab ich einen. Achso, ich bin Detective. Mario Möse.
Wetter. Ich wurde vergiftet. Ja, der. Also die Server-IP wird ja auf jeden Fall noch in der Beschreibung stehen, oder? Gameplayer? Ich muss in meine Options einstellen. Darf ich Gameplayer? Ich kann nichts sagen, ich bin tot, das wäre gegen die Spielregeln. Aber instant, Alter. Ich wurde gekillt von einem Traitor. Okay, schade. Ja, aber ich frag dich doch noch. Ja, gut, okay, darüber können wir reden, sonst wird das langweilig. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich muss, wenn ich das dann am Schneiden bin, dann sag mir dann bitte Bescheid, damit ich das dann nicht vergesse. Ja, kann ich machen. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, wer Traitor ist, das wäre Asi. Ja, ja, nein, das ist bei uns. Pass auf, da kann ich ja mal erzählen. Wir hatten heute Sportfest. Gummikaues. Das war zu spät. Gummi hat mich auch weggemacht. Ja, pass auf, also wir hatten ja heute Sportfest. Unter anderem auch ein Benefizlauf dabei. War auf jeden Fall interessant, der Benefizlauf. Du musst dir vorstellen, ich bin ja sehr sportlich, ohne jetzt mal angeben zu wollen, aber ich glaube, dass keiner unter meinen Zuschauern so wie ich Stabhochsprung kann. Kannst du mal applaudieren? Aber ohne Spaß, Stabhochsprung ist mega geil, einfach nur. Also, na gut. Jedenfalls haben wir dann halt Benefizlauf gemacht und Sportfest. Wir haben gegen die Elfte gespielt und ich kann ja mal eins sagen, was in der Elften rumrennt, ist nicht mehr feierlich. Alle einen Kopf größer, zwei waren im Verein und alle haben gestunken. Aber gut, das ist jetzt mal, das ist jetzt unwichtig. Hallo, So. Guck mal, Gummibär, Gummibär ist Vietnamese oder Chinese mit seiner Mao. Mao. Ja. Gummi, Mao, beste Mao. Mao. Oh, da ist schon einer gestorben. Mao. Boah, ich. Gebt mal einen Tipp. Wie soll ich denn das jetzt, das jetzt erste TSDT-Video, was ich jetzt hier auf YouTube hochladen werde? Wie soll ich das nennen? Hashtag das Niveau sinkt? Nenn es TTT. Ja, ich nenne es ja TTT 001 und dann kommt der Titel rein. Wahrscheinlich werde ich das nennen, das Niveau sinkt. Oder es sinkt für sie, das Niveau. Irgendwie sowas in der Richtung. Nennen es einfach das Niveau Pferd, wegen Zug und so. Ich mag Züge. Ich hab den getötet. Ja, I'm proud of you. Proven! Bist du gerade im Trader-Shop? Och! Hier und Maximo. Alter. Ich werde da jedes Mal, wenn ich an dem Kackende der Map bin, einfach runtergepusht, ey. Maximo, na? Wie geht's dir? Alles gut? Alles fit im Schritt. Fit im Schritt, im Schritt. Charmy gammelt da hinten aber auch nur rum. Hier, da wo Charmy Leiter hochgehen will, da werde ich immer weggepusht. Immer. Whoa. Ja, da wurde ich weggepusht, einfach runter. Das ist unverhältnismäßig. Vor allem, was ich gerade... Du Traitor Arsch. Was mir gerade mal so einfällt, ne? Oh, hast du den Schuss gesehen? Nee, ich war gerade dabei, den lieben Charmy zu konfirmen. Was mir gerade mal so einfällt, ne? Die ich hier sehe, dieses hier, was ist das, dieses Ming-Kind, ne? War das nicht in so einem PewDiePie Simulator Video? Ja. Wusste ich's doch. Ich hab das nämlich gesehen, das Video. Ah, ich muss da ziemlich hart abfeiern. Vor allem, wie er PewDiePie sich eingekackt hat, als es dann darum ging, diesen Hai wegzumachen. Oder als er der Hai ankam. Oh, das war so witzig. Team Java, guckst du PewDiePie eigentlich regelmäßig? Ja. Ich muss sagen, allein schon dadurch, dass ich PewDiePie gucke, habe ich jetzt eine Menge... Wie heißt du denn jetzt Special Gamer? Du heißt tot. Du willst meine Welt in Herzen setzen, lalala. Ey! Idi. Ich denk, er singt für sie. Dazu nie weh. Alles klar. Irgendeine andere. Boah, Alter, aber heute aus unserer Klasse hat sich einer richtig gemault. Kann der Timo nicht einfach mal die Fresse halten? Soll ich mal Gag All machen? Nee, lass mal. Das wäre unverhältnismäßig. Außer wir beide. Ah, nee, das wäre nicht so gut. Aber jetzt sind wir doch beide Traitor. Ja, die gibt's. Ja. Block 1, Block 2, Block 3. Hannibal!
Hannibal. Suchen, weil Timo, Timo. Ja, Blocken 2, Blocken 3. Ja, hau raus, so jetzt kannst du gehen. Innocent. Boah, das ist so kacke, ich werd nie Traitor. Mann. Du wurdest angeschossen? Soll ich dir was sagen? Das juckt keinen. Wer wirft dir Diskus? Random. 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 Ohne Halle. Wenn eine Waffe, ich hab keine. Ich will eine Waffe. Ich glaube, er ist gerade Krieg der Lappen oder so.